get up, stand up, get up, stand up, stand up, get up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Herzlich willkommen bei SteuerXL, Ihrem Gute-Laune-Kanal auf YouTube. Die Renten sind mal wieder zu niedrig, muss ich leider gerade lesen. Und da dachte ich mir, ich mache mal eben kurz ein Video. Ja, die Renten werden immer schlechter, das Renteneintrittsalter steigt, die Beiträge steigen und die Auszahlung sinkt. Also es wird an allen Ecken und Enden getrickst, um möglichst viele einzunehmen und möglichst wenig auszuzahlen. Das klassische alte Spiel, der Bürger mault zwar, aber dennoch fällt er letztlich drauf rein. Es wird an Symptomen herumgeklagt, noch nicht einmal gedoktert, aber geklagt, anstatt das eigentliche Problem zu erkennen. Das Problem an der Rente ist nicht die Rentenhöhe oder das Renteneintrittsalter oder die Beitragshöhe oder was auch immer oder die Politiker. Das Problem ist, dass es überhaupt eine Zwangsrente gibt. Wie schon in anderen Videos hier angesprochen, es ist nicht erstaunlich, dass die Leistungen immer weiter fallen und die Zahlungen bzw. der Preis, die Kosten immer weiter steigt, sprich die Sache immer schlechter und unattraktiver wird. Es ist nicht überraschend oder Zufall oder liegt daran, dass die falschen Leute am Drücker sind, sondern dies ist absolut immanent. Soll heißen, das ist der natürliche Ablauf. Das passiert immer, wenn man ein Zwangssystem einrichtet. Ein System, in dem irgendjemand die Möglichkeit hat, Rechnungen zu schreiben, wie immer ihm beliebt, ohne sich darum kümmern zu müssen, ob der Kunde happy ist oder nicht. Er also nicht an einem Wettbewerb teilnehmen muss, wo er um seinen Kunden werben muss, diesen überzeugen, diesen glücklich machen, damit der morgen wiederkommt, sondern ganz im Gegenteil, es völlig egal ist, ob der Kunde glücklich ist und zufrieden oder nicht, sondern der Kunde muss zahlen, Punkt, Ende, aus. Und wenn man diese Situation hat, und diese hat man eben immer in Zwangssystemen, dann wird immer die logische Folge sein, dass die Leistung jedes Jahr schlechter wird und der Preis jedes Jahr höher. Das ist in keinster Weise überraschend, das ist die logische Folge. Und deshalb heißt es nicht, sich zu beklagen, dass die Renten höher sein müssten, dass es ungerecht ist, dass es zu wenig Rente gibt und zu jammern und zu tun und zu hoffen, dass endlich ein Politiker kommt, der das besser macht und der mehr Renten auszahlt und dass es schön Geschenke gibt und wer alles schuld ist und tralala und pipapo. Alles völlig Banane. Viel wichtiger wäre oder richtig wäre, dafür einzustehen, die Zwangsrente abzuschaffen, damit dies in Zukunft nicht mehr passiert. Damit ihr, statt dass ihr jeden Monat zwangsweise 1, 2, 3, 500 Euro in die Rente zahlen müsst, dieses Geld behalten könnt, wie auch übrigens alle anderen Zwangszahlungen wie Steuern oder GEZ oder was auch immer, und selbst für eure Rente vorsorgen könnt. Zum Beispiel, indem ihr euch mit 30 oder mit 40 Jahren ein Haus kaufen könnt, das ihr euch sonst nicht kaufen könnt. Ersparnisse anlegt, ein Geschäft aufmacht oder was auch immer. Und dann seid ihr souverän. Dann kann euch keiner was wegnehmen, keiner was kürzen, niemand schlecht behandeln. Es liegt ganz allein bei euch und ihr bekommt genau das, was euch zusteht. Hätten wir dies, gäbe es all diese Probleme nicht. Und das ist die einzige Lösung, die es für solche Probleme gibt. Deswegen kann ich es nur immer wieder betonen, begreift, dass Zwangsmaßnahmen, Zwangszahlungen grundsätzlich abzulehnen sind. Diese sind schlecht und diese werden euch immer früher oder später kalt erwischen und von hinten in die Hecke ziehen. Deshalb seid schlau und macht es selber und steht für Freiwilligkeit ein. Dafür, dass ihr euch eure Versicherung selbst aussuchen könnt und dass ihr selbst entscheidet, was ihr mit dem Geld machen wollt und was nicht. Was natürlich nicht heißt, dass nicht irgendjemand, meinetwegen auch ein Staat, eine Rentenversicherung anbieten kann. Die muss man ja noch nicht einmal unbedingt abschaffen. Aber macht sie doch bitte freiwillig, um Gottes Willen. Wenn jemand der Meinung ist, Rente ist eine tolle Sache, dann will ich ihm das ja gar nicht wegnehmen. Er kann das ja meinetwegen weitermachen. Aber dann soll er es doch um Himmels Willen freiwillig machen. Gute Sachen bedürfen keinen Zwang. Solange die Rente oder was auch immer eine gute Sache ist, die sich lohnt, die Sinn macht, die die Leute haben wollen, werden sie diese freiwillig abschließen. Völlig ohne Zwang.
Ich hoffe, ich konnte mit dem Video etwas dazu beitragen, hier die Sache ein klein wenig richtig zu stellen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft dieses Video benutzt, wenn es mal wieder darum geht, dass die Renten schlechter werden, das Renteneintrittsalter erhöht wird oder dieses Video drunter klatschen und für etwas mehr Bewusstsein sorgen, damit sich vielleicht, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, irgendwann mal was zum Besseren ändert hier. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich über ein Abo so mitschreiben. Oder einen Daumen. Die Rente ist sicher. Auch bin ich auf eure Kommentare gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.